Da haben wir bestimmte Kriterien aufgestellt, die wir also gerne verwirklicht wollen wissen. Und zwar gute Materialität. Bestimmte, also es muss sich im Kontext, in den Kontext einfügen. Wenn also kleine Häuser sind, dann darf da nicht plötzlich so ein Hochhaus stehen. Es muss Plastizität haben, solch ein Haus, damit das Licht an jedem, in jeder Stunde anders aussieht, also dass es lebendig ist. Und für Potsdam gibt es bestimmte Gestaltungskriterien, zum Beispiel die Fensterrhythmen, die hier ganz, ganz eindeutig immer eine ungerade Zahl haben, oder die Betonung eines Mittelrisalits. Das sind aber jetzt nun schon fachliche Sachen. Also bestimmte Kriterien sollten schon die Neubauten hier in Potsdam besitzen, und dann wird es einfach auch, dann passen sie sich auch besser in das Alte ein. Ja, auf jeden Fall sind es jetzt die Baufelder, die neuen. Also fangen wir mit dem dritten Baufeld an jetzt. Diese Kleinteiligkeit, dass wir dieses Carré, alter Markt, wiederherstellen, so wie es geplant ist. Wir haben natürlich auch den Monolithenblock von der Bibliothek drin. Aber Staudenhof kommt weg, sodass wir wieder ein richtiges, eine Innenstadt haben, eine Potsdamer Innenstadt. Das ist wichtig. Und dann natürlich die Garnisonkirche. Mit der Plantage, das war mal ein ganz wichtiger innerstädtischer Platz, eine grüne Oase, die möchten wir, dass die wiederkommt mit einer Platzkante, die, so hoffen wir, die Kubatur des alten, des langen Stalls hat, und dass dort die Künstler ihre neue Heimstatt finden. Das wäre so unsere Vision, das wäre schön, wenn das klappen würde, und wir wollen da auch ins Gespräch kommen.